En voor allem feiert man hier een insupportable Diskrimination an tussen denen Leute, die nimmer Lützebäuer sind, en denen Leute, die auch Lützebäuer sind. Een nimmer Lützebäuer, den zijn Namen will ändern, hat een Prozedur zu folgen, die extrem kompliziert ist. Er muss ein Demand motivieren und den Justizminister machen, der muss ein Avis froh beim Prokureur General, dann können wir zu einer Deliberation du Gouvernement en Conseil, dann zu einem Arrêté Grandical, der wird publiziert am Memorial und dann gibt es eine Anspruchsfrist, wo alle interessierten Personen es sind oder gehen, ich will das nicht. Das Ganze dauert mindestens ein Jahr. Dann auch Lützebäuer, den fährt hier den Changement du Zertifikat Nationalité, an der beim Prokureur, an den ordonniert dann die Transkription auf seinem Akte Naissance oder auf der Transkription von seinem Akte Naissance, das ist für uns ein absolut insupportable und noch unerklärlich Diskrimination. Sind wir für ein mehr einfach Prozedur beim Changement de Nom et de Prénom? Ja, aber es muss dieselbe sein für alle Menschen.